Hey, Sven hier. Wer sonst? Ich habe ja neulich angekündigt, dass ich demnächst ein paar Videos mit Kürbis machen werde und euch auch ein paar meiner Burger-Kreationen vorstellen möchte. Und heute mache ich sogar beides. Hier die Zutaten einmal sortiert. Für den Kürbis-Patty, klar, brauche ich einen Kürbis. Da habe ich diesmal den Butternut-Kürbis. Dazu etwas Mehl, Kürbiskerne, ein Ei, eine winzige Zwiebel, Knoblauchzehe. Vorne die beiden Burger-Buns, die sind gerade im Auftauen. Etwas Rucola, hinten etwas Salz, Pfeffer zum Abschmecken. Dann mache ich eine Curry-Mayonnaise aus Curry, Öl, Ei, Essig. Und als zweite Soße mache ich dann aus Apfel-Mango-Mark. Kann man auch ganz leicht selbst herstellen. Im Verhältnis, also 80% Äpfel, 20% Mango, bisschen Zitronensaft rein, fertig. Werde das ein bisschen mit Cayenne-Pfeffer und Ingwer dann abwürzen, dass man ja, eine fruchtig leicht scharfe Soße dazu hat. Es geht an den Kürbis. Erstmal das Ende abschneiden. So sieht er denn drin aus? Also hat viel Fruchtfleisch, wenig Kerne und Geschmack. Ja, leicht süßlich, nussiges Aroma. Mal gucken, ich brauche glaube ich nicht alles. 500 Gramm vielleicht. An dem Teil jetzt auch einfach wieder mit dem Esslöffel die Kerne rausgeholt. Auch beim Butternut-Kürbis kann man die Schale eigentlich mitessen. Ich habe es jetzt abgeschnitten. Und jetzt wird er ganz einfach gerieben. Dieser Schritt auch getan. Lasst euch nicht davon irritieren, wenn es erstmal ein bisschen sehr viel wirkt. Ich werde da gleich noch das Wasser aus dem Kürbis ausdrücken. Weil wenn ich den jetzt so zum Rösti oder Paddy verarbeiten würde, wäre zu viel Feuchtigkeit drin. Der würde dann wahrscheinlich auseinanderfallen oder müsste halt sehr viel Mehl reinmachen. Das wird jetzt gesalzt. Das Salz zieht dann auch noch mal ein bisschen die Feuchtigkeit aus dem Kürbis raus. Das lasse ich jetzt ein paar Minuten ziehen. Derzeit mache ich schon mal die Mangosoße oder Apfel-Mangosoße. Ingwerpulver mit rein. Ja, das soll reichen. Und Cayennepfeffer, was ja nichts anderes ist als gemahlener Chili. Da bin ich aber erstmal ein bisschen vorsichtig. Ja, reicht das mal. Ja, deutlich zu sehen, die Farbe hat sich auch verändert. So, auch zur Seite stellen, dass er ein bisschen Zeit hat durchzuziehen. Jetzt werden die Kürbiskerne klein geschreddert. Wenn ihr sowas nicht habt, dann ja, einfach mit dem Messer sehr fein hacken. Wunderbar. Ich hätte natürlich auch die Kürbiskerne aus dem Butternut-Kürbis nehmen können, aber die hätte ich jetzt erstmal einzeln rauspulen müssen, gründlich abspülen und dann erstmal trocknen lassen und das hätte mir jetzt zu lange gedauert. So, das habe ich jetzt ca. 15 Minuten ziehen lassen. Man könnte das über ein Sieb machen oder einfach per Hand zum Beispiel. Oder wenn ihr ein Geschirrhandtuch habt, was ihr entbehren könnt, einfach den Kürbis hier rein und dann einmal schön ausfringen. So, kleiner Fauxpas, ich habe leider vergessen eben zu filmen. Ich habe jetzt in der Kürbismasse die geschredderten Kürbiskerne, ein bisschen Pfeffer, das Ei, Mehl, Zwiebeln, also Zwiebeln und Knoblauch sehr fein gehackt und auch frische Petersilie habe ich gerade noch fein gehackt. Jetzt könnte man das ja entweder mit dem Rührgerät alles vermengen oder mit gewaschenen Händen. So, man sieht auch, es ist deutlich weniger Masse jetzt, also da kam ordentlich Wasser raus. Den Teig lasse ich jetzt noch ein bisschen ziehen. In der Zeit mache ich schon mal die Curry-Mayo. Hier das Eigelb, das rühre ich schon mal ein bisschen um. Dann kommt der Essig rein. Er erleichtert einfach das Emulgieren, sprich, dass sich alles miteinander verbindet. Zum Öl ein ganz kleines bisschen hineingeben. Gründlich verrühren, bis man nichts mehr von dem Öl sieht. Das immer wieder in kleinen Schritten, also mehreren Schritten machen. Und je mehr Öl drin ist, desto heller und cremiger wird es dann auch. Und die Konsistenz vom Mayo hat es jetzt. Jetzt kann sie gewürzt werden mit Salz, Pfeffer. Und eigentlich Zitronensaft habe ich aber doch nicht mehr da. Vielleicht sollte ich den Kanal mal umbenennen in der leicht verplante Hobbykoch oder so. Curry. Und fertig ist auch die Curry Mayo. Jetzt kann es auch endlich losgehen. Jetzt werden erstmal die Burger Buns, die Unterseite, also die Innenseite in der Pfanne angeröstet. So, jetzt ist hier eine schöne Kruste und die ganzen Soßen und der ganze Saft würde uns nicht durchsuppen. Die andere Seite röste ich auch nochmal kurz an. Jetzt die Kürbispatties. Öl ist schon in der Pfanne. Ich habe immer eine 200 Gramm Flatschen. Aber ich habe auch ziemlich große Burger Buns. Ein bisschen zu einer Kugelform am besten. Und runterdrücken. Oh, sehr eng in der Pfanne. Es riecht genial, kann ich nur sagen. Jetzt, wenn möglich, bitte wenden. Und bitte an einem Stück bleiben. Ja, wunderbar. Und jetzt werden die Burger zusammengebaut. Das sind die unteren Hälften. Curry Mayo bestreichen. Beim anderen Burger mache ich das oben. Wenn man es macht, ist ja jedem selbst überlassen, welche Soße man wohin macht, ob oben oder unten. Hier dann die Apfel, Mango, ja, wie nennen wir das? Fruchtig, leicht scharfe Soße.
Ah, davon werde ich nicht so viel nehmen. Jetzt etwas von dem gewaschenen Rucola unten drauf. Feldsalat würde auch wunderbar dazu passen. Aber ich hatte jetzt noch Rucola, den ich verbrauchen möchte. Jetzt den Kürbispatty, die sind echt super geworden. Und ich bin fertig. Jetzt noch Fotos machen. Ja, und das war der Kürbisburger. Der beste Beweis dafür, dass ein vegetarischer Burger auch richtig lecker sein kann. Diese Curry-Mayonnaise und diese fruchtig-scharfe Soße passen einfach perfekt dazu. Solltet ihr unbedingt mal ausprobieren. Wenn euch das Rezept gefällt, lasst doch gerne einen Daumen da, würde ich mich sehr freuen. Und falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, würde ich mich auch freuen, wenn ihr das tut. Und dann bin ich raus für heute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.